ein aufstrebender Stern am Schlagerhimmel. Sie hat schon eine ganze Reihe von Auftritten hinter sich. Und das wundert auch nicht, wenn man das sieht. Hören Sie sich an und sehen Sie sich an. Melanie Peyer und mit PS, ich liebe dich. Manchmal möchte ich gern erzählen, wie ich mich gerade fühle bei dir, weil du immer noch nach Jahren voller Glück mich mit ganzer Haut beschenkst. Manchmal kann ich's gar nicht glauben, dass du weißt, dass ich es immer noch brauch. Für den Bruchteil von Sekunden denke ich, bin ich einmal noch das Mädchen, das ich war. PS, ich liebe dich, du bist gut für mich, was mir manchmal blutet mir die Seele, manchmal, wenn du mich am Morgen verlässt. Der perfekte Augenblick hat seine Zeit, ihn für immer festzuhalten, das wär's für mich. PS, ich liebe dich. Ich will die Dunkelheit, das Licht. PS, ich liebe dich. Du bist gut für mich. Was mir immer wichtig ist, ist wichtig auch für dich. PS, ich liebe dich. Du bist da für mich. So viel Macht hat niemand sonst. Grüß dich. Hallo. Das war der Titel Nummer 8 auf dieser CD, die einfach Leben heißt. Ne? Ja, genau so ist es. Die gibt es noch nicht lang. Das ist seit gut einem Jahr, genau. Ja. Und es sind einfach viele Titel drauf, einfach mitten aus dem Leben geschrieben. Und das war mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass einfach Songs drauf sind, die alle Facetten der Liebe und des Lebens beschreiben. Und ich hoffe, dass uns das auf diesem ersten Album gelungen ist. Und aus deiner Feder stammen auch welche? Einige. Ich schreibe bei vielen schon mit. Ja. Ich habe bis vor 2 Jahren gar nicht gewusst, dass ich das Talent besitze. Ja. Und es macht mir einfach riesen Spaß, mitzukomponieren, mitzuarbeiten und auf der Bühne stehen. Das ist für mich wahnsinnig schön. Beeindruckend ist, wenn man auf deiner Internet
Seite schaut, wie viele Termine du schon im nächsten Jahr hast. Ja, ich bin selber immer erstaunt. Also ja. Ich bin erst seit 2,5 Jahren auf der Bühne. Ja. Und eben auf meiner Homepage, wer mal vorbeischauen möchte, das ist www.melanie-bayer.com. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Termine da kommen und wo ich auch überall bin. Du hast ja schon einiges. Du warst im Vorprogramm bei Starnacht am Wörthersee. Ja. Du warst im Vorprogramm wo noch? Wenn die Musi spielt, habe ich es aber heuer geschafft ins Hauptprogramm. Also heuer im Jänner bei der letzten Wintermusi war ich mit dabei. Es war ein Riesenerlebnis. Und, ja, du bist ja eigentlich fast durchgebucht im letzten Jahr. Ne? Ja, ziemlich, ja. Da ist ein Winteropening, wenn die Musi spielt. Bist du wieder dabei oder war das schon? War das jetzt schon, das war jetzt schon. Also das ist für dieses Jahr und nächstes Jahr bin ich eigentlich schon wieder ziemlich ausgebucht, ja. Aber irgendwann musst du deine nächste CD dann machen. Ja, wir arbeiten schon fleißig daran. Wir sind schon fleißig beim Komponieren. Melanie, viel, viel Erfolg. Dankeschön. CD, Termine, alles im Internet. Genau so ist es. Danke fürs Kommen. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen.